Willkommen zurück zu Deus Ex. Wie versprochen, hier wieder mit voller Bioenergie. Und wenn ich jetzt da unten bin, werde ich mir auch, wie versprochen, einen Blick auf die Katakomben werfen. Okay, das hier bringt nicht allzu viel. Aber das hier sieht doch gut aus. Im Bunker 1 war ich, dann bin ich hier rein. Und dann bin ich im Bunker 2 gewesen, genau. Und dann meinten die aber irgendwie... Nee, genau, ich dachte da geradeaus würde es weitergehen, bin aber nach links abgebogen und sehe gerade, das war wahrscheinlich ein kleiner Fehler. Das ist tatsächlich der größere Teil. Da geht es in die Kanalisation. Den da habe ich gerade da draußen gesehen. Das heißt, ich nehme mal an, ich bin jetzt hier. Und wenn ich jetzt weiter rechts rumgehe, kann ich mich da noch ein bisschen umschauen. Und dann sollte ich da wieder zurückkommen. Genau, das sieht doch gut aus. Ach ja, genau, da war ich schon. Da war ich auch schon. Also ich bin jetzt gerade... Ich bin hier raus, darüber. Da lag der Tote gerade auf der Rampe. Da war letztes Mal der... keine Ahnung, der PDA oben drauf. Und jetzt laufe ich gerade davor. Höre ich Schritte? Nur meine eigenen. Genau! This passage goes to the sewers. If you don't mind the sludge, you'll be able to get around the city without a metro pass. Ja gut, so viel dazu. Da komme ich ja gar nicht weiter. Allerdings war da doch noch irgendwas. Genau das da oben. Das heißt, ich würde jetzt daher zurückgehen und dann links. Also quasi dahin. Genau. Ja, da. Da dachte ich vorhin, dass es weitergeht, weil da die Kiste steht. The old catacombs exit is at the end of this passage, but it's been closed off for years due to cave-ins. Wow, bin ich da gerade erschrocken, dieser Lähm. Halleluja. Ich dachte gerade, ich wäre schon reingelaufen. Da komme ich halt auch nicht. Ja, wobei, mit den Kisten hätte ich es vielleicht geschafft. Nee, da komme ich nicht drüber. Wäre wahrscheinlich auch nur ein Glitch. Es ist wahrscheinlich nicht so gedacht, dass man da rauskommt. Von daher, egal. Und wenn ich jetzt noch einen letzten Blick auf die Karte werfe, dann... Richtig, genau. Da geht's nicht weiter. Also muss ich jetzt mehr oder weniger da rein zu den Laserschranken. Yay! Da drüben kann man... Also dahin kann ich durchschauen. So ein bisschen. 5 Tools! Niemals. Niemals. Wo war das TNT? Ach Mist, das TNT war bei den... bei dem Bot war das TNT. Bin ich schon reingelaufen? Nee, ne? Aber was ich natürlich tun kann, ist einfach eine Lampe benutzen. Ich habe ja hier gerade eine gefunden. Diese roten Teile kann man nämlich sprengen. Wow, verdammt, die Kamera. Doch, die hat mich gesehen. Das hat er gerade so ein bisschen nach Alarm geklungen. Geklungen. Genau. Geklungen. Someone's there. I can hear you. Nein, du kannst mich... Ah, du kannst mich doch hören, verdammt. Ich wollte gerade sagen, er kann mich nicht hören, weil er tot ist. Aber irgendwie hat er den Kopfschuss überlebt. Mist. Ich folge ihm mal, ohne zu speichern. Wow! Oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt. Das mit der Rakete war vielleicht keine so gute Idee. Ich meine, es ging zum Glück gut, weil ich selber kaum erwischt wurde. Aber, ach Mist, da kommt der Nächste. Wie kriege ich den? Verdammt!
gerade sagen, das war keine so gute Idee, weil mich das wahrscheinlich selber hätte erwischen können. Hat es aber zum Glück nicht. Und jetzt schnell hier durch, bevor die Kamera mich sieht. Kamera, du siehst mich nicht. Sag ich doch, die Kamera sieht mich nicht. Sojanahrung. Nee, ich bin voll geheilt. Okay, da geht's runter. Ah, so ein Fass habe ich wohl gerade gesprengt. Immerhin habe ich auch die Kiste dadurch geöffnet. Und eine Rakete. Multitool brauche ich nicht. Schnelleres Nachladen. Gute Idee. Sag mir nicht, ich habe das Schwert kaputt gemacht. Nee. Kann ich da rein? Ja, wie gut. Wer muss schneller nachladen? Im Zweifelsfall ist das die Schrotflinte, weil ich die tendenziell im Nahkampf verwende. Und da ist es dann ganz praktisch, wenn das Magazin leer geht, wenn schnell ein neues nachkommt. Weil dann schließlich im Nahkampf ja die Gegner direkt in meiner Nähe sind. Oh mein Gott, das habe ich übersehen! Wie dumm von mir! Ich wäre da noch viel einfacher reingekommen. Ich speichere einfach mal. Jetzt, wo ich hier einigermaßen sicher bin. Na, so viel dazu. Hörst du auf, Kamera? Du hörst auf. Kann ich da rein? Nein, ich kann nicht da rein. Ich möchte natürlich keinen Alarm auslösen. Ist er jetzt tot? Ja. Okay, zwei gezielte Schüsse, davon einer ein Kopfschuss. 8 Tools. Ihr wollt mich verarschen, oder? Wie war das? Die thermo-optische Camo? Nicht, macht mich nicht unsichtbar für die Kameras, richtig. Aber das macht ja nichts. Die hört ja gleich wieder auf. Jetzt warte ich, bis ihr nach rechts guckt. Ja, so viel dazu. Ich warte jetzt, bis ihr nach rechts guckt. Und dann kann ich da schnell reinhuschen. Ah ja, puh. Ich dachte gerade, es wäre ein Gegner. Ja, bitteschön. Ich habe euch gerne befreit. Ihr müsst nicht mit mir reden. Hallo, wollt ihr vielleicht mal mit euch reden lassen? Und warum beschlägt die Kamera bei euch nicht Alarm? Nur bei mir? Keep a lookout. Ja, danke. Ist hier ein Security Terminal? Nein. Nein, das ist auch kein Sicherheitsterminal. Ich will diese nervigen Kameras einfach nur ausschalten. Das wird doch wohl nicht so schwer sein. So, einmal hier rum. Wen haben wir denn da? Eine nette Dame. Ist sie vielleicht die Drahtzieherin hinter all dem? Hello speaking. We might have something. Man in Black! Den kenn ich doch auch. Die explodieren doch, wenn sie sterben. Ah, verdammt, voll daneben. Ah, noch einer. Geh weg. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich bin versucht, eine Rakete zu verwenden. Jetzt, ja, verdammt. Genau, die explodiert. Und du kriegst 2 Schüsse von meinem Snipergewehr ab. Das reicht auch schon für dich. Sehr gut. Was? Ah, der automatische Geschützturm, natürlich. Ah, egal. Geschafft. Hier. Allerdings habe ich die Daten wieder vergessen. Das war Hela. Hela? Warum Hela? Warum Hela? Naja, warum nicht Hela? Hela Ragnarok. Wunderbar. Geschütze will ich gerne deaktivieren. Ja, vielen Dank. Und die Kameras natürlich ausschalten. So, ah, vielen Dank. Das dürfte jetzt um einiges friedlicher sein. Ein Multitool. Da geht's wieder runter ins Wasser. Irgendwie geht's hier mehrfach runter ins Wasser. Und ich bin auch gespannt, wo die Leiter nach oben hinführt. Tür zum Abwasserkanal. Nach ihrer Ankunft in Paris. Bla bla. Sekundärziel ist Beschaffen Informationen über den Aufenthaltsort von Morgan Everett, Tracer Tong, Alex Jacobson, JC Denton. Und alle Informationen zu Walton Simons weiterleiten.
gut zu wissen. Das heißt, potenziell kriege ich von euch vielleicht die Informationen, die ich selber suche. Das fände ich ja überaus nützlich. Oh, so viele Abzweigungen. So viele Abzweigungen. Wo kam ich her? Da kam ich her. Ah ne, das war nur Wein. Okay. Gut, so, das ist kein extra Weg. Ach so, nö, doch nicht. Gar nicht mal so viel. Das ist ja nur ein Weg, der nach da hinten führt. Was ist das da? Hä? Ach was. Das ist ja praktisch. Damit wird das Ganze ja nochmal ein bisschen kleiner und weniger komplex. Das ist auch nix. Oh, verdammt. Oh, Pfeile für die Armbrust. Ansonsten gibt's hier nichts mehr, ne? Dann habe ich mich hier jetzt einfach so aus Spaß an der Freude ein bisschen umgeguckt. Hm, na gut. Ich würde gerne mal da ins Wasser runtergehen. Und ich habe ja auch tatsächlich ein Atemgerät. Das werde ich allerdings erst dann einsetzen, wenn meine Luft schon beinahe leer ist. Weil ich gemerkt habe, dass meine Luft sich dadurch nämlich wieder komplett auffüllt. Das heißt, ich kann quasi die ganze Zeit oder die ganze Dauer, wie ich ohne Atemgerät unter Wasser aushalte, verlängern, die Benutzung des Atemgeräts. Genau, jetzt ist nämlich meine Luft wieder voll und die bleibt auch ungefähr voll. Also die arbeitet so ein bisschen hin und her da oben, die zittert so ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen bleibt sie voll, solange ich das Atemgerät habe. Und ich sehe gerade, das ist einfach nur eine Möglichkeit, um dort reinzukommen. Das heißt, es war vollkommen unnötig, was ich da gemacht habe. Ich hätte es benutzen können, um besser reinzukommen. Ich denke mal, ich wäre dann genau hier rausgekommen, so wie das hier aussieht, ne? Ja, nee, das... Da spare ich mir das Atemgerät dann lieber für woanders. Oder wann anders. Ich glaube, doch ja genau, hier ist der Bot für die Bioenergie. Und bevor ich jetzt hier meine bioelektrischen Zellen verschwende, er ist so wieder freundlich, lade ich mich hier mal auf. Warum ist das jetzt hier aus? Warum genau ist das jetzt hier aus? Das wüsste ich ja schon gerne. Hm, egal, wie dem auch sei. Muss ich hier hin? Ja, genau. Da und dann darüber. Und dann sollte das der Schlüssel hierfür sein. So ist es. Ist da was hinter der Tür? Nein. wäre ein relativ fieses Versteck, das ich selber, wenn ich Leveldesigner gewesen wäre, in dem Fall auch benutzt hätte. Oder generell relativ häufig benutzen würde. Ich schleiche ja wieder so rum. Ich bin nicht Zwergesel, verdammt nochmal. Der schleicht. Die Silhouette ist alles andere als eine harmlose rufende Reaktion. Moment. Bevor ich da jetzt rausgehe. Ich habe doch zwei Geiseln befreit, ne? Deren Freunde freuen sich doch bestimmt. Oder die sagen doch bestimmt nochmal irgendwas Tolles zu mir. Wenn ich dahin jetzt zurück... Nein, halt jetzt raus. Wenn ich dahin jetzt zurückkomme und nochmal mit denen quatsche. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Wo war das? War das hier? Wo war das denn? Ach, verdammt. Doch ja, genau, hier war das. We are surrounded. We don't have much time. I hope they make their back. Thank you for saving our comrades. Ja, gerne doch. Thank you, sir. I owe you my... I can't find the words. All I can say is... Now we have a chance. Hast du gesagt? Das, was ich sagen kann, ist... Now it is time to regroup. Now it is time to regroup. Mist. wahrscheinlich steht's im Log, oder? In Gesprächen? Anna? Anna? We have to get moving.
Egal. Ist ja auch nicht so wild. I freed the hostages. Wonderful. Where are they? Both of them made it to the hideout safely. I made sure of it. Excellent. I cannot believe our good fortune. Now, you wanted to contact Nicolette? Yes. You might catch her at Club La Porte de l'Enfer. I tried to tell her it's not safe, but ever since her mother's assassination, she has been careless. She goes out every night as though daring the assassins to show their faces. A silhouette hangout? Among other things. But you can't get there at night. The roads are blocked. What about the tunnels? The catacombs do not go that far. You might try the sewers, though. They can be reached through the rear blast door. Is it locked? Unfortunately, MJ-12 closed it before the raid. Maybe you can find a key on one of the soldiers. I already picked up that key. Thanks again for the help. Boah, 500 Fähigkeitspunkte. Es hat sich definitiv gelohnt, hierher nochmal zurückzukommen. Silhouette may yet survive. We salute your courage. So, die beiden hatte ich schon. Hab ich mit der schon gesprochen? You're a brave man. Nein, aber jetzt. Das ist immer noch nur Wein. Ich finde das verwirrend. Das sieht so im Augenwinkel so rötlich aus wie eine Lähm. Ich erschrecke da jedes Mal, wenn ich so eng dran vorbeilaufe. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich jetzt genug Erfahrung zusammen, um mich zu verlaufen, offensichtlich. Nein, um... Genau, hier war es. Nein, doch nicht. Wo war es? Dann war es aber hier. Genau, ja, hier war das. Genug Erfahrungspunkte, um Pistole auf Maximum zu leveln. So, da ist nur Wein, da sind Zigaretten. Richtig, hier geht's weiter. I think these tunnels connect to the sewers. You're going the right way. So, schau doch mal. Wenn ich jetzt springe, dann wird mein Fadenkreuz ja so groß. Mal gucken, ob ich das irgendwie quantifizieren kann. Na? Was? Warum ist die Ratte... Nein! Also, wenn ich springe, wird das Fadenkreuz jetzt hier links bis zu der Wand, bis zum Rand der Tür. So, und jetzt werde ich mit ausreichend vielen Punkten Pistole hochleveln. Und, boah, das ist doch schon um einiges genauer, möchte ich meinen. Yeah, ein Lockpick. Ein Dietrich. Aber ich wüsste gerade echt zu gerne, woran diese Schratte da gestorben ist. Vielleicht vor Schreck? Weil ich da so rumgehüpft bin? Hm, wer weiß. Jetzt wieder nichts. Menü. Aber wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich jetzt auch mehr Schaden machen, oder? Ich weiß nicht, ob man da auch mehr Schaden macht, wenn man die Waffe besser beherrscht. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier irgendwas verpasst habe. Wenn ich eine Sache aber hier verpasst habe, garantiert, dann ist es Licht. Denn hier ist irgendwie viel zu dunkel. Ja, das klingt doch mal gut, oder? Ja, da bin ich. Aber von den Katakomben... Nee, von den Katakomben, genau, Katakomben sind das. Von der Kanalisation in Paris habe ich jetzt leider keine Karte. Above I'm showing MJ-12 troops and the Paris police. Also some bots. The police won't bother you, but stay away from the troopers. Ich laufe einfach mal in guter alter Manier. Willkommen bei Half-Life. Immer an der rechten Wand lang. Okay, hier geht's raus. Hier ist ein Ausgang. Aber ich würde gerne hier unten alles erforschen. Vielleicht liegt da noch irgendwas Praktisches rum. Munition oder so. Oder ein Upgrade-Kanister. Das wäre, ach nee, nur ein anderer Ausgang. Und wenn ich jetzt hier lang weitergehe, müsste ich wieder zurückkommen. Kann ich hier nicht irgendwo runter? Ich
bin doch hier. Ach so, da. Natürlich. Da komme ich doch bestimmt hoch. Hallo, ich will da rein. Na? 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 Warum komme ich da nicht rein? Ah, Alpha-Mauer. Blöde Idee. Achso, ja, natürlich, die Temporierung, die brauche ich nicht mehr. Die schluckt nur Energie. Also mit Alpha-Mauer meine ich eine unsichtbare Barriere. Finde ich ärgerlich, sowas. Oh, zwei Dietriche, wirklich? Wobei, ich habe doch gerade zwei gefunden, ne? Von daher, kann man einen Lamm an die Decke kleben? Ja. Allerdings wird sie wahrscheinlich nicht auslösen, wenn ein Gegner obendrauf läuft. Aber gut, die Folgenzeit ist voll. Ich mache hier mal ein richtiges Safe-Game. Und beim nächsten Mal sprengen wir diese Luke in die Luft. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.